Der Start ist dieser Brief an die Parlamentsfraktionen, von denen wir bis Ende dieses Monats verlangen, dass sie zu diesen Punkten Stellung nehmen. Es geht uns erstens darum, dass schon die nächste Nationalratswahl in circa einem Jahr schon auf Grundlage des neuen Wahlrechts passiert, wo das Persönlichkeitselement wesentlich gestärkt ist, indem die Hälfte der zu Wählenden regional gewählt werden aufgrund eines absoluten Mehrheitswahlrechts im Regionalwahlkreis. Und die Listen für die zweite Hälfte, aber ebenfalls mit Persönlichkeitswahlelementen, wie wir sie vom Europäischen Parlament kennen. Das ist der erste zentrale Punkt. Der zweite, bei den Wahlkampfkosten ist schon einiges gesagt worden, sind diese einzuschließen. Es sei nur noch einmal ein Punkt besonders erwähnt. Was jetzt passiert unter dem Titel Demokratiereform, ist deshalb skandalös, weil die bisherige Parteienfinanzierung als Basisfinanzierung durch die Jahre für die Parteien, gegen die wir ja im Prinzip nichts haben. Parteiendemokratie erfordert öffentliche Unterstützung. Aber dass man jetzt das verdoppelt und damit die Praxis der Dauerwahlkampffinanzierung durch die ganzen Jahre, wie wir es ja erleben, und das nach einer Verlängerung der Legislaturperiode von 4 auf 5 Jahre, das ist eine Unglaublichkeit. Und zugleich hat man überall dort, wo es um Substanz geht, zum Beispiel in politischen Akademien, wo es um Inhalte geht, wo ein Think Tank finanziert wird, wo die Parteien sozusagen nachdenken, wo sie politische Bildung betreiben können, dort kürzt man. Ein weiterer Punkt ist die Weiterentwicklung der Instrumente der direkten Demokratie. Unser Demokratiebegehren will direkte Demokratie nicht, indem überfallsartig auf populistischer Basis etwas durchgesetzt werden soll. Dieses Verfahren erfordert 1 bis 1,5 Jahre öffentliche Diskussion und hat dann hohe Quoren, zieht bewusst das Parlament mit ein bei der Formulierung des Gesetzestextes. Also wie da jemand auf die Idee kommen kann, die repräsentative Demokratie wird beiseite geschoben, das ist einfach absurd. Es ist eine Ergänzung, aber es ist ein Zwang auf die Gewählten, sich mit massiv unterstützten inhaltlichen Anliegen eines sehr großen Bevölkerungsteiles ernsthaft auseinanderzusetzen. Deshalb diese Reform der direkten Demokratie. Föderalismus. Wir wissen, auf welchen Gebieten diese Republik leidet und wo Reformen nicht zustande kommen. Und genau dort sehen wir die Ursache, weil die Länder nicht bereit sind, aus Länderinteressen die Dinge einfach blockieren. In der Gesundheitspolitik, in der Bildungspolitik. Hier muss Farbe bekannt werden. Ist das offizielle Österreich, die gewählten Repräsentanten, die Parteien bereit, hier endlich sich wirklich nicht mehr von Einzelfunktionären, Einzelinteressen, Landeshauptmann allieren, einfach überfahren zu lassen. Vielleicht noch als ein ganz zentraler Punkt die Medienreform. Demokratie ohne öffentliche, qualitative Medien kann nicht existieren. Und deshalb unseren besonderen Schwerpunkt einerseits auf der ORF-Reform, wo wir dank der Leistung der dort arbeitenden Journalisten ein bisschen den Parteiendruck zurückdrängen konnten. Es waren die Journalisten, die das durchgekämpft haben, zum allgemeinen Erstaunen der österreichischen Öffentlichkeit. Wir wollen, dass diese Unabhängigkeit stärker abgesichert wird und die zwanghafte Parteienbestimmung über den ORF durch eine Unabhängigkeit, die auch gelebt werden kann und nicht erkämpft werden muss im tagtäglichen journalistischen, in der tagtäglichen journalistischen Auseinandersetzung. Das ist wichtig für eine Reform der, so für die Demokratie, so wesentlichen Medienlandschaft.
Presseförderung aufgrund logistisch fundierter Ansprüche und basierend auf Qualität mit dem Ziel, die öffentliche Information zu stärken und nicht PR-Kampagnen via Inseraten in die Breite zu fördern. Dieser Schwenk von PR-Werbung, meistens im Interesse der politisch Mächtigen, zu Qualitätsinformation soll mit diesem Punkt erreicht werden. Das sind die wesentlichen Inhalte dieses Briefes und damit, über diese Punkte wollen wir die Diskussion erzwingen. Die Parteien haben nun einen Monat Zeit, sich darüber Gedanken zu machen und dann werden wir das fortsetzen. Und im Herbst, im Anlauf auf das Eintragungsverfahren, werden wir Punkt für Punkt in der Öffentlichkeit massiv debattieren.